Ich dachte, ihr seid Ramon-Tisch. Warum wollt ihr denn einen Tisch? Oh, ich will es gar nicht wissen. Hallo Horizon. Ich habe mein Grünzeug da drin. Ich putze die nicht. Herr Hausmeister! Hab ich nicht zwei? Du, ne? Amber! Mach mal hier sauber! Was, Pizza gießen? Entschuldigung! Haben wir vielleicht keine... Doch. Aber ich habe doch schon zwei Hausmeister. Wieso brauche ich denn noch einen? Habe ich zu viele Pflanzen? Danke, Fisselchen. Einfach mal drüber mit dem Kercher. Das reicht, glaube ich. Oh. Ich habe versucht, mich in jedem Raum auf dem Campus zu entspannen, aber nichts passt so richtig. Ich glaube, wir brauchen einen Raum, in dem Studierende abhängen, entspannen, sich aufhalten können. Wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. That's true. 3x3. Einfach neben Spims Zimmer. Die haben eh dann den Fernseher so laut, die hören es doch eh nicht. Das ist richtig schön unangenehm. ein Kühlschrank. Ja. Yeah. Ach, eine Küche kriegt ihr da? Och so. Gibt's einen Fernseher? Ich sehe keinen Fernseher. Also, ihr könnt Dart spielen, aber einen Fernseher sehe ich jetzt nicht wirklich, Leute. Die Musik manchmal, ne? Boah, das ist aber grün. Warum ist das so grün? Ja, dann lieber blau. Willkommen bei Radio Campus. Die heutige Show wird euch präsentiert von der Orbi-Stiftung. Meldet euch noch heute vor Ort im Campus an. Nee, danke. Die Orbi-Kugel ist eine runde Sache. Die perfekte Lösung mit der perfekten Form. Aber bitte, bitte lest euch alles gut durch, was ihr da unterschreiben müsst. Bitte. Nee. Brauchen die jetzt auch noch so... Nein, es gibt keine Verlängerungen. Eigentlich brauchen die doch... Da, also die haben ja einen Kühlschrank. Da ist doch Essen, oder? Da ist Essen drin, das reicht. Müsst ihr halt selber machen. Alles zugekleistert, typisch. So. Wartet, was ist hier noch? Endlich haben wir erkannt, was alle anderen schon lange sehen konnten, dass wir miteinander ausgehen sollten. 1200. Oh, wow. Ihr kriegt eine Statue der Liebe, keine Sorge. Wollt ihr die hier haben? Wo kriegt ihr die denn hin? 'Ungültiges Zimmer. Was ist denn ungültig? Ach, draußen, okay. Amor! Wieso kriege ich die jetzt nicht mehr weg? Mach sie weg, danke. Der ist besser geworden in irgendwas. Der Hausmeister macht. Also wir brauchen neue Hausmeister. Was ist das? Bewegung. Oh, ich will Kevin Belcher. Schlechte Körperhygiene, ist mir egal. Mach das Bett sauber. Und du haust ab jetzt. Hä, wieso sprühst du das ein? Du sollst das einsprühen. Hallo? Hallo? Hallo! Der mobbt mich doch.
passt schon. Ich hab ja Geld, ne? Und sie niederzuschreiben kostet wertvolle Zeit. Aber was ist die Alternative? Maggie hat für uns recherchiert. Egal, wie ich da hingucke, es bumst einfach keiner. Folge. Ja. Auf geht's. Ja, ich habe meine eigene Kurzschrift entwickelt, um massiv Zeit zu sparen. Twitch Money regelt eben. Dadurch kann ich in Vorlesungen gut aufpassen und gleichzeitig voll die Bros machen. Klar, manchmal ist das Ergebnis ziemlich schwer zu entziffern, was wiederum was ist mit Zeit der Tür vergeudet kaputt? Und echt deprimierend sein kann. Falls ihr also echte Kurzschrift beherrscht, meldet euch doch bitte bei mir. Ja? Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. So, nochmal. Jetzt geht sie wieder, oder? Wieso Bums? Was mache ich falsch? Mehr Liebe. Wer mag sich denn? Wer liebt sich? Mit Piper treffen? Oh. Mit Kensington Stußler treffen? Wo? Und wer ist Kensington Stußler? Bist du Kensington? Oh, das ist Kensington. Warte, ist hier voll die Liebe. Oh, ich habe einen neuen. Ich habe Hermann Grindelwald. Wann bummst ihr? Also, wann bummst ihr beiden? Bummst ihr jetzt? Oh, die haben sich getrennt. Das ging schnell. Hier ist keine Liebe mehr. Die studieren alle nur. Was ist falsch mit meinen Studenten? Was ist falsch mit meinen Studenten? Errungenschaft freigeschaltet. Beste Freunde! Ich hab keine Lust mehr, auf dem Fußboden zu sitzen. Wo sind wir denn hier? In der Grundschule? Boah, Dave Regenbogen war der sich fast an meinen Edward dran gemacht hat. Ich bin schon groß und ich hätte gerne Sitzmöglichkeiten für Erwachsene. Alter, die denken aber auch, die wären was Besonderes. Hier erblüht die Liebe ein bisschen. Sicher, dass du den willst. Also ich möchte jetzt nicht oberflächlich erscheinen, aber... Also Leute, die diese Nasenbrillen tragen, sind mir höchst suspekt. Aber gut, hier ist seine. Boah, wie geht's? Lithium dick. Oh. Streberman. Und jetzt Streber der weiter. Verwachsen. Also entweder meint der Schaukel aus Bronx Hotel oder den Knast. Ich weiß es nicht. Wir wissen doch selbst nicht. Alf, Panther und Pipe. Oh. Oh je, wir waren ja schon befreundet. Aber jetzt habe ich auch noch romantische Gefühle für diesen Menschen entwickelt. Tja, so spielt das Leben, was? Liebesbank. Sag mal, ihr seid echt anspruchsvoll. Hier für die ungestörte Ramontik. Jetzt schalten wir zu Wanda, die offenbar über Poster berichtet. Toll, danke. Schrift, was? Oh, Edward will das da, natürlich, auf jeden Fall. Ja, heute reden wir über Poster. Und insbesondere Schriftgutarchiv, darüber, benötigt Bibliothek. Euch aussagen. Ja. Ein Jasmine Odyssey Poster sagt mir, dass ihr nett seid und gut duftet. Ein Autoposter sagt mir, dass ihr auf mechanischen Kram steht, so wie Vergaser, Auspuffrohre und Getränkehalter. Und ein Cheesy Gubbins Poster sagt mir, dass ihr richtig doll hungrig seid. Warte, das kriege ich gleich. Zitieren statt plagiieren, das finde ich schön. Das ist toll. Okay, wir müssen doch umbauen.
Hä? Stopp! A und O der Campusverwaltung. Nein, ich bin nun. Nee! Piazza La Natra aber freigeschaltet. Das muss furchtbar spannend für sie sein. Die Bewohner von Freshley haben jetzt noch etwas, worauf sie stolz sein können, neben ihrem Kanal. Bravo, herzlichen Glückwunsch und so weiter. Aber werden sie jetzt bloß nicht zu selbstgefällig. Dies ist ihr erster Campus und ganz ehrlich, das sieht man. Hotdog-Kiosk, ja! Ein Kaffeekiosk. Ich würde gern wenigstens das noch fertig machen. Also, ich möchte jetzt nicht anmaßend rüberkommen. Warte, ich sehe doch, dass da noch ein Platz ist, oder? Fragt es meine Angestellten, die können nämlich nichts. Ich hab das. Ja, dann bleibt es so halt stehen. Wir gehen jetzt eh ins nächste Campus-Ding. Obwohl 2 Sterne. Wir können noch 2 Sterne machen. 10 persönliche Ziele. Ich bin ein Naturtalent. Ja! Yeah! Ich glaube, das meinte sie so. Warte mal, können wir nicht einfach. So. So, wir machen es einfach ein bisschen größer. Achso, das gehört zusammen jetzt? Okay. Easy. So. Achso, jetzt haben die das verkauft. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Wieso gehört das jetzt zusammen? Häufige Fragen. Nein, das Hühnchen sollte innen nicht rosa sein. So, und das noch dahin. Oh. Dann haben wir hier noch Platz für noch einen Schreibtisch. Was ist das? Ist es da zu leise? Lernen? Lernen. Lernen ist wichtiger. Ihr seid nämlich alle dumm. Dumm und ungebildet. Achso, du brauchst gar keinen Platz. Ich dachte, mit dir redet man. Kriegt ihr auch noch so einen PC? Kriegt ihr natürlich nicht, meine ich. Wartet. Ihr kriegt natürlich. Natürlich kriegt ihr noch so einen PC. So. Easy. Passt, danke. Oh, warte, dann können wir jetzt auch auf Stufe 5 machen. Also mit so ein paar. Easy. Boah, dieses Neigen ist so schwierig. Schlafsaalwertung von 57%. Kein Stress, das mache ich. Ich weiß noch nicht wie, aber das mache ich. In die Mitte, in den Schreibtisch. Und eine Pflanze vielleicht? Warte, ihr habt noch nicht so ein schönes Poster, ne? Ist jetzt besser? Was? Voll vom Bildschirm herab? Tue ich das? Jetzt neu bei Smell My Cash. Ach so, wegen der PC. Ah, oh, wow. Das ist schon hart genug. Da können wir Edward Half Moon hat eine Vorlesung abgeschlossen. Aktio und Reaktio. Smell My Cash für Studenten. Der Edward. Alter, was ist denn mit dem Edward? Zurückzahlen, aber darüber könnt ihr euch später sorgen. Alter, Edward ist voll krass. Er ist gelangweilt, schade. Blöd, ne? Unterstützt von Baileys. Werbung Ende. Eine Gruppe angehender Studierender interessiert sich für eine Forschologie und möchte den Campus besuchen. Ja klar, mach doch. Inspektion im Gange. Hä, ist alles gut hier? Wartet, ich kann das ja nochmal. Zimmerprestige ist nur echt schlecht. Kriegen wir schon hin. 4 reicht. Ah, das ist nicht gut. Das muss mehr in die. Ja. Schlafsaalwertung von 70. Was ist hier das Problem?
Wir haben doch eine Stufe von 5, weil die Betten so krass reinschauen. Warum läuft das noch? Wieso habt ihr alle Kronen? Sex machen. Also, Wertung von Sex machen, nicht Sex machen. Sex machen die hoffentlich irgendwann mal. Wird jetzt gebimst. Im Vorgas gespielt. Das mag sein. Hallo, Joker. Die Studierenden Randy Fanderson und Edward Havenmoon haben nun diesen Beziehungsstatus eng befreundet. Solange es nicht mehr wird, ist alles gut. Inspektor verlässt Campus. Ach so, das sind die Bewerterer. Okay. Tolle Arbeit. Freshly Meadows verfügt nun über eine erstklassige akademische Einrichtung. Rufe im Pausenmenü über die Karte auf und entscheide, wo du als nächstes dein Lager. Ja, jetzt chill doch mal. Oh, das ist aber schief. Aber das liegt an ihr, weil die da dran hängt. Bisschen blöd, wenn ich was anbaue, dann muss ich es neu machen. Also nochmal drauf, meine ich. Warte, ihr habt schon Automaten. Automaten! Das habt ihr doch auch schon. Ihr habt halt alles schon. Noch einmal vielen Dank an die Orbi-Stiftung, die unsere heutige Show gesponsert hat. Danke auch für die merkwürdigen Kekse. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell wieder machen, aber es war durchaus interessant. Wie auch die Kekse. Oh, Kekse! Apropos Kekse! Wie ungültiger Zugriffspunkt. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Ich will die Kekse haben. Die hat von Keksen geredet. Jetzt will ich die Kekse. Es gibt jetzt Kekse. Flüssigen Schokopudding geholt. Prost! Also ich meine, guten Hunger, ne? Oh, irgendwie mag ich das Räumchen hier nicht. Irgendwie finde ich das doof. Vor allem, wieso 68%? Studierende sind glücklicher, wenn sie sich ihren Schlafsaal mit möglichst wenig anderen teilen müssen. Also wenn ich den verkaufe, wird besser. Ich meine, zu dritt, komm, zu dritt ist beste Freunde-WG. Hä, jetzt sind sie unglücklich. Hä, jetzt sind sie... Okay, ich verkaufe die Betten, die sind scheiße. Ich baue nochmal genau das gleiche Zimmer. Also nicht wirklich, aber... Die kriegen jetzt eine Liebeshöhle. So, und das dafür weg. Dann müsste doch rein theoretisch noch so ein Bett, oder? Also wenn ich den Schrank wegmache? Sitzt du mal da? Ihr kriegt einfach 5 BIMS-Zimmer. Das ist schon okay. Was machst du denn da mit dem Schrank? Hör auf den Schrank zu belästigen. Oh, das geht ja. Die mögen die voll. Kann sein, dass die nicht bumsen. Hä? Aber das ist doch viel lustiger, wenn da mehrere drin sind, wenn die bumsen. Gut, dann bauen wir halt noch mal so ein ganz kleines Mini-Ding. Das ist vielleicht ein bisschen klein. Ich weiß nicht. Es ist ein bisschen klein, würde ich sagen. Obwohl, wartet.
Nee, du lass mal. So, damit man auch ganz unauffällig zugucken kann, wenn man da so reinlugt, ne? Das ist wichtig. Nee, keine romantische Kerzenstimmung? Aber, also, Hände desinfizieren. Wie gesagt, super wichtig. Vor allem, wenn man halt so viele verschiedene Partner hat hier, so. Mülleimer, damit man gleich alles wegschmeißen kann, was man halt so benutzt hat. Ihr wisst schon. Mitschreiben. Dann, also auf beiden Seiten. Nicht. Doch, das ist wichtig. Beide müssen mitschreiben, damit man also Verbesserungsvorschläge gleich notiert. Ne? Wir sind hier ja eine Lerninstitution. Ich wasche mal alles aus und benutze es nochmal. Nee. Nee. Das, nee. Nicht mal im Spaß. Also irgendwie wird es aber hier schwer, daraus Prestige 5 zu machen. Ist das ein Teppich? Gib mir den Teppich. Das steht für die Funken, die bei uns beim Bumsi Bumsi dann sprühen werden in diesem Raum. So. Das ist ja wohl das romantischste Zimmer der Welt, ja? Ist überhaupt nicht unruhig, sondern einfach nur romantisch. Doppelte Spiegelwände werden da. Also wenn da der Edward nicht bumsen geht, ne? Persönliche Ziele. Oh, ein Kaffeekiosk. Wohin? Oh mein Gott, was ist mit euch? Ach, einfach hier so? Der Tag der offenen Tür war ein Riesenerfolg. Diese Studierenden werden uns jetzt als einen wichtigen Teil ihrer Zukunft und sind uns auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja! VR-Schreibtisch benötigt. Hä, aber wir haben doch... Hatten wir keinen? Entschuldigung, Leute. Ihr müsst da mal aus dem Weg gehen. Wieso liegt da Müll? Da ist ein Mülleimer. Uiuiui. Nein, das soll kein Witz sein. Das ist eine ernst gemeinte Anfrage. Warum lachen alle immer nur? Eine Clown-Truhe. Der Piper natürlich. Kriegst du wohin? Einfach so? Wenn du meinst. Also den Kaffeekiosk finde ich da halt noch nicht so geil. Hallo Bademöhre. Wir haben immer gewitzelt, wir würden das mal zusammen machen. Wird langsam Zeit, mit dem Witzeln aufzuhören, meinst du nicht auch? Spieltisch für zwei, der Edward und der Alf. Das ist, die sind ja nicht romantisch, die sind einfach nur gute Freunde. Ungültiges Zimmer. Braucht ihr das hier? Hallo, hier ist Ricky Hawthorne auf Radio Schön. Two Point. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, führen nachrichtenarme Zeiten zu unnötigen Fragen? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Deine Campusstufe nimmt zu, wenn du dem Campus Gebäude und Einrichtungen hinzufügst, eine größere und bessere qualifizierte Fakultät aufbaust und eine größere Anzahl wissbegieriger Studierender unterbringst. Okay, machen wir. Ist noch Bienenkiste? Nee. Ich gehe den Mülleimer im neuen Raum durchsuchen. Wer weiß, was man darin finden kann. Was? Alter, ihr seid mir zu dicke, ne? Also Finger weg von Edward. Ihr dürft bumsen wie ihr fröhlich. Nährtrude Pumps. Was macht ihr da? Lithium dick. Was machst denn du da mit der Nährtrude? Aber ihr geht jetzt beide, oder? Geht ihr jetzt beide bumsen? Nee. Da geht niemand bumsen. Tessa Mania. Mann, da bumst einfach keiner. Ey, Leute, ist wirklich. Ich weiß nicht, was ich. Also. Was soll ich denn noch machen? Zucken wir. Ich mach mal einen Duschraum. Ich glaube, die stinken alle.
Also ich finde, das macht hier auch platztechnisch absolut Sinn. Weil, also ich muss, glaube ich, nicht sagen. Warum Waschbecken, wenn man duschen kann? Okay, klar. Ich will auch immer mit frisch gewaschenen Händen duschen gehen. Verstehe das schon. Also... So. Brauchen wir überhaupt? Also, von mir aus. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden hiermit. Ich hätte die halt gern so dann nebeneinander gemacht. Ich brauche diese. Okay, dann gibt's hier halt mal keine Pflanze, ja? Hallo? Oh, hier gibt's eine Pflanze. Schön, alles gut. Was ist das? Trennwand. Come on, Bär, das muss nur machen. Leute, ihr habt zu viel Spaß an diesem wirklich schlechten Ding gehabt. Wirklich. So, Stufe 4 Duschraum reicht. Schön. Ja, und schon geht da so ein Stinkybär duschen, ne? Merkmale ekelhaft. Habe ich die Boogie Nights zu Gast. Diese in Metall gehüllten Meister des Funk sind so galant wie groovig. Ist das schon TOS? Galanz in jede Plattensammlung. Willst du eigentlich Toiletten? Ja, auf der anderen Seite. Die müssen halt ein bisschen laufen. Jahrhunderte auf sich warten. Doch nun ist es endlich soweit. Der Halbmond Eddie war noch cooler, als er kein Streber war. Doch. Schön ritterlich. Alter, wie die anstehen. Wenn die mal bei Bumsen so anstehen würden. Also hier, wir haben hier zwei Klos. Also insgesamt 5 Kabinen. Das muss reichen. Dankeschön außen fürs Subgift an Common Bear. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Common Bear, Alter. Mach mal Pixel weg, man sieht ja gar nichts. Ja. Wo ist denn mein Schnuckiputz? Wenn ihr das hört, Eva Hulk, ey. Danke. Er ist gerade. Oh, er geht kacken, Leute. Ist das nicht ramontelisch? Alter, der Hermann. Der andere Goth ist halt A plus 90%. Oh, awesome. Untätig. Ah, das ist mir auch schon aufgefallen. Oh, was ist hier los? Ja, klar, kommt vorbei. Was Wunsch nach flaches Blumenbeet? Dann kriegt ihr halt... Oh, Alter, die Leute, ne? Hier so schön. Seid ihr jetzt glücklich? Reicht. Was können wir denn noch bauen? Personalzimmer, Wissenschaftslabor. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Vielleicht hier noch ein Kackraum? Hallo, Caruso. Kacki mit Einhornduft. Geht das? Perfekt. So. 2 reichen. Kacken dauert länger als Hände waschen, ne? Hallo. Schön. Rudelkacken. Das ist also... So ein kleiner Traum von mir, so Rudelkacken. Wollte ich schon immer mal machen. Ich hoffe, irgendwann mache ich das mal. Schön. Paar Tage nicht. Bin im Urlaub. Oh, viel Spaß. Wo geht's hin? Was machst du Schönes? Und viel Spaß. Das Mod-Zimmer ist im Keller. Überraschung, wir haben keinen Keller. Unkrautbefall und steht eine durchnässte Zeit bevor eine Zeit, die geregnerisch, schwül und feucht ist. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber dem Unkraut wird es sicher gefallen.
Unkraut beeinträchtigt die Attraktivität des Campus, kann aber von einem Hausmeister entfernt werden. Verbracht, einer wunderschönen Ecke unseres an Ecken so reichen Countys. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Ricky hat sich aber verändert. Und boah, ja, alle sagen das. Neulich geriet ich sogar mit meinem Spiegelbild aneinander und fragte, redest du mit mir? Du laberst mich an? Kein Witz. Ich mache noch ein VR-Labor, einfach weil ich es kann. Ich war noch nicht so weit. Ich war noch nicht so weit. Nicht bitten lassen zu müssen. Seht ihr, wie hübsch das ist so? Wie muss das denn? Achso. So müsste das. Müsste, warum geht. Achso, oh. Hm. Naja. Hä, wie übertreibt? Das ist doch schön. Das ist, da ist wenigstens die Ecke ausgenutzt. Ich weiß halt nicht, was ist das hier eigentlich? Oh, Ehrstuhl. Nee, ich hätte gern so ein Schreibtisch-Eck. Du, aber du müsstest doch darüber kommen noch. Da ist doch noch genug Platz. Wir machen das so. Jeder kriegt seinen Platz. Nur die beiden Opferstühle nicht. Ich bin da mal so nett. Ich liebe nichts und über alles, aber selbst ich finde, hier herrscht in letzter Zeit etwas tote Hose. Gelangweilt? Wie könnt ihr denn gelangweilt sein, Leute? Hä, dann lernt halt. Hä, stopp, ich... Ja, euer Labor, da bin ich doch gerade dabei. Jetzt... Oh, hau ab! Oh. Ah, 85%. Ja, das reicht. David? Danke. Aber warte mal. Ich glaube, zwei davon reichen. Brauchen wir noch Mülleimer und so. Und ganz wichtig, meine Lieblingspflanzen. Kann hier noch einer... Dann machen wir so. Und jetzt, pass auf. Wir treiben das richtig auf die Spitze, ja? Ich brauche ein neues Poster. Die laufen nicht mehr so gut. Natürlich sind die gelangweilt. Ja, aber ich kann doch nicht den Bio-Unterricht für sie vorziehen. Boogie Nights. Auf geht's. Schön. Guck doch, wie hübsch das ist. Das ist doch nicht übertrieben. Das ist schön. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Design kannst du... Ja, ne? Also mein Wanddesign ist der Wahnsinn, oder? Also kommt, also da... Jeder, der da was anderes behauptet, ist... Also... Neidisch. Das ist eine Parkbank, ne? Hey, Leute, hört mal zu. Wie wär's, wenn wir das alles nochmal machen? Was? Es begann als... Also das ist die Parkbank. Und endete im Klassenzimmer. Das ist crazy. Hä, aber welche Bank habe ich denn da? Auf die Statue. Die da, wo ist sie denn? Ab in die Hütte. Ich kann nicht mehr. Meine Knie tun weh. Hä, welche Bank ist das denn? Geht zurück in die Schule. In Feuerzangenpunsch. Auf die Spitze treffen. Ich kenne wieder total tolle Thumbnails macht. Ich nicht. Ich kenne doch niemanden. Oh, die Tür ist blöd. Dann müssen wir die da in die Mitte machen. Also so ein bisschen so. Dann brauche ich einen neuen Dozenten, nicht wahr? Antonia Fiedel. Du bist schnell. Axel Zauberer. Das ist schon okay. Hier, Axel Zauberer. Wir nehmen noch ein Virtual Reality. Gurken. Die Gurken nehmen wir. Dann haben wir einen auf Halde. Hallo, Alicia.
Bangkok dauert, bis geliefert wird. Wow. Ist halt also nix. So, wir bräuchten noch ein Wissenschaftslabor. Wie sieht denn dieses Wissenschaftslabor aus? 5x5, das krieg ich hier doch niemals hin. Wie viel Platz haben wir hier? Leider genau 5. Okay. Easy ist, ich schaff das, Moment. Ich schaff das, ich mach das gleich schön. Na? Das reicht erstmal. Nee! Ihr Campus ist definitiv besser als zuvor, aber da stellt sich mir natürlich die Frage, warum haben sie ihn nicht schon beim ersten Mal so gut hinbekommen? Darüber sollten sie vielleicht mal nachdenken. Oh, eine Badewannenstatue. Obwohl, wisst ihr, wir machen das einfach ein bisschen kreativ, ne? Die kriegen einfach 2 Ausgänge. Ja. Einmal duschen, einmal Klo und bimsen halt noch, ne? Was stehst du da drin? Da wird nur gebimst. Was nach dem Studium geht, ist nur bergab. Das ist aber schön. So. Die brauchen wir natürlich. Also wir brauchen so ein richtig schönes Regal. Ich meine, es ist immer ein Forschungslabor. Was mit der Musik manchmal abgeht, verstehe ich nicht. Und der heutigen Top-Story. Wieder erlangte vertrauliche Regierungsdokumente als Aufschnitt entlarvt. Was? Schade, aber immerhin ein salziger Silberstreif am Horizont. Mangelnde Cybersicherheit erträgt man mit einem leckeren Stück Schinken doch gleich viel leichter. Was? Ich habe Fragen. Ich habe wirklich Fragen. So, das ist das Lehrerding und da machen die es dann nach. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Also, falls ihr mal einen Innenarchitekten braucht, ne? Sagt Bescheid. Kleingeld anzulegen. Nee, das habe ich nicht, das Bedürfnis. Aber ich hoffe, du unterdrückst dieses Bedürfnis. Oder desinfizierst es vorher wenigstens. Es klingt nicht gesund. Können wir einfach so eine. Obwohl Pflanzen sind so aufwendig. So, das passt. Schön. Jetzt brauche ich noch die Jazz-Fila. Die fiel ich. Das Personal wird gebeten. Langsamer als der Durchschnitt. Wen interessiert's? Null verfügbare. Ja. Wir gehen mal in ein anderes, ne? Wartet, was ist hier? Ich glaube, wir gehen mal in ein anderes, weil da gibt es ja bestimmt auch noch Tutorial und so. Ich glaube, eigentlich hätte ich schon längst folgen sollen. Noch ein Forschologie. Stella McGuffin. Ja, finde ich gut. Starte ein Studium. Hä, warum? Ja, dann. Ein Hotdog stand. Kann ich ihn aber draußen hinstellen? Ich meine, so ein geiles Würstchen draußen. Und Kaffee gibt es dann auch hier. Also. Was hier? Assistenten. Oh Gott, da braucht man Assistenten für. Grosslich. Wo steht's? Aerodynamik. Essen und Getränke verkaufen. Finde ich gut.
Dann nehmen wir noch die Ava-Kresse. Und dann machen wir noch. Oh, Mathilda, ne? Du bist halt eher so der Bücherwurm. Wäre ich musikalischer, würde ich mitnicken, bis mir die Ohren abfallen. Allerdings wäre ich dann taub. Wussten Sie, dass ich auch für die Gefühle anderer taub bin? Für mich gibt es eben nur einen Takt. Den Ricky-Takt. Wir kommen zurück, Andi. Nee, also wir haben bisher noch keinen Bimsen mitgekriegt. Oh, warte, die sind zu zweit. Die sind ein Pärchen, ich weiß es. Hydrogenvorhang. Hm? Hydrogenvorhang? Was ist das? Haben wir dann die Snusenräume drin gebaut? Ja, die müssen draußen üben. Noch packen? Viel Erfolg, Sisu. Boah, was ist hier los? Was spielen die da für einen Schwachsinn? Kann jetzt ja mal da jemand bumsen? Genug übe, kann ich nach meinem Abschluss vielleicht in die Profiliga gehen. Haxen-Hexe-Automat, auf geht's. Ihr kriegt zwei. Weil ich euch echt gern hab. Ihr seid einfach meine Lieblingsstudenten. Oh, die Geheimnisse des Lebens. Ja, Edward, du kriegst alles, was du willst. Was mache ich eigentlich, wenn ich auf einen anderen Campus gehe? Dann habe ich den ja gar nicht mehr. Edward, mitnehmen. Ich weiß nicht, ob der mitkommt. Ich glaube, er mag mich gar nicht. Tessamania. Oh, ja, dann kriegst du halt eine Forschungsstation. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie teuer ihr seid? Und eure Kackbedürfnisse? Habt ihr mich mal gefragt, ob ich Bedürfnisse habe? Nee, habt ihr nicht. Es wird hier aber langsam voll. Nutzt sich nur aus. Ja, was ist hier? Oh. Na dann hier hin. Es wird wuselig. Da warten drei. Hä, dann geht halt. Da warten auch zwei? Boah, VR-Normalität ist einfach voll beliebt. Neuer Trend fegt wie ein Buschfeuer durch unsere Jugend. Beim Cheesy-Mampf-Kampf geht es darum, wie viele Cheesy-Gabbins sie sich in ihre Mäuler stopfen können. Ich finde solche Wettkämpfe ja eine wunderbare Sache. Sie bringen uns zusammen und füllen unsere Münder mit Käse. Hallo Poli, danke schön für den Resub. Danke für die 21 Monate. Vielen, vielen Dank, Poli. Hallo Poli. Dankeschön. Danke, Klebi, das ist lieb, dass du den einfach einpackst. Aber es ist leider immer noch so das, was ich nicht mochte. Ich mochte halt das immer nicht, dass du so diese Einzelteile hast und so eingeschränkt bist dadurch. Wisst ihr? Das fand ich schon immer so ein bisschen doof. Leider. Warte mal, wir können aber... Wir können hier noch ein bisschen breiter machen. Ich meine, der Kaffeeautomat, der... Hä? Nee, du bist nicht das Problem. Geh weg. Also bleib da, meine ich. Hier romantisch Kaffee kaufen. Wo ist denn unsere Assistent-Person? Boah, ich stelle halt noch eine ein. Warte mal. Katie Dick. Ja, dann arbeite halt hier. Hallo, arbeite hier. Ha. Jetzt muss die mal Klo, oder was? Halbrunde Bank. Manche Studierende sitzen den ganzen Tag nur herum. Ja, ehrlich, da wären ein paar zusätzliche Sitzgelegenheiten angebracht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber warum denn ausgerechnet eine Halbrunde? Außerdem sitzt hier drinnen rum. Hier draußen ist ja gar niemand.
so ein bisschen versetzt, damit es nicht so unrealistisch aussieht. Zeig Brille. Da ist sie doch. Ich würde mir gerne etwas von einem Kiosk kaufen. Oder einem Imbisswagen. Oder einem Kioskwagen. Smoothie-Kiosk. Nicht genügend Kudosch. Dave, du bist sowieso der, der sich an meinen Edward dran gemacht hat. Arcade-Tisch. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich halt, ne? Aber ich habe kaum Kudosch, Leute. Was ist das? Ungesund? Wieso denn ungesund? Gibt es eine Krankenschwester? Campusgebäude. Oh, ich kann doch endlich bauen. Oh, ich kann endlich bauen. Ernsthaft? Wirklich? Also ernsthaft? Aber ich habe ja gar keinen Platz dafür. Ich brauche ja 5x5. Also ich kann ja nur hier hinbauen. Unsere Produzenten wollen mich heute erst nach Hause lassen, wenn ich den cheesy Mampf kaufe. Und das sieht ja richtig scheiße aus. Also dann los. Egal, dann machen wir es so. Und ran an den Käse. Ich mache hier einfach nochmal so ein Klo hin. 12, 13. Nee, ein Klo und ein Waschgebäude. 15, 16, oh, 16 Stück. Und wie viele schaffen Sie, liebe Zuhörer? Ich bin Ricky Hawthorne und sage für heute Tschüss. Das war eklig. Auf ganz vielen Ebenen. Auf ganz vielen Ebenen. Ist über den Rand gebaut? Ja. Weil ich kann nicht anders. Ich muss 5x5 haben. Ich kann nicht anders. Da musst du dich beim Spiel beschweren. Ich bin nicht das Problem. Warum stelle ich denn außen rum hin? Nichts für Leichtgewichte. Oh. Ah, hat der. Der hat eine 1 geschrieben, mein Edward. Oh, bin ich stolz auf den. Geh da rein. So. So ein richtig öffentliches Klo ist das, ja? Warte, wie viel Kabinen habe ich? 6? Ne, 7. Ja, 5 reichen, oder? Handtrockner. Schön. Ja, Eddie. Hier. Ja. Deswegen ist er mein Liebling, weil der ist so schlau. Hey, mach das doch. Hallo? Ich will nur die 5. Gib 5. Oh, ich schalte das mal kurz vorher. So. Okay. Und jetzt? Oh, vielleicht so ein ganz kleines privates Schlafzimmer. Wie groß muss es? 2x2. Nee. So? Kommt, wenn ihr da nicht bimst, weiß ich auch nicht, was falsch mit euch ist. Arzt, bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Die Tür bräuchte ich noch. Schön. Das geht nicht, ne? Schade. Boah, da will jeder zugucken. Ja. So, wieder mitschreiben. Ui, wir haben noch keinen Mülleimer. Pflanze. 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 Dann halt keine Pflanze. Dann muss auch kein Hausmeister dahin, so schnell. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Also teuer sind wir auch nicht. Schön! Also
Pflanze, geschrieben. Wow. Kacken hören und das riechen. Wer möchte das nicht? Eben. Ihr müsst verstehen, die wollen das. Oh, da ist ja die Tür. Das ist ja blöd jetzt. Naja, reicht auch. Wir ignorieren einfach, dass das richtig bescheuert ist, aber ey. Nee, das wollte ich nicht. Mach mal weg. Ach, okay, wir machen erst das fertig. So, egal wie viele Leute hier miteinander und so, es gibt genug Kabinen für alle. So. Abgelenkte Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Da sind zwei Leute in diesem Raum. Funktioniert es schon? Sie schütteln die Hand. Sie haben eine Vereinbarung unterschrieben. Ich bin mir noch nicht sicher. Sie sind sich auch noch nicht sicher. Ich glaube, die pennen nur. Ach, hier ist er. Die ganze Zeit den Handdesinfizierer. Aber er funktioniert nicht. Warum nicht? Einer macht einen Rückzieher. Man sollte sich halt nie zu früh freuen, ne? Also, egal. Ich brauche noch diesen Fitzelfutzel. Oh, geschafft. Oh. Ja, Poli, wenn du es zum 20. Mal hörst, ist es nicht mehr so geil. Ich habe sie schon leiser gemacht, weil sie die ganze Zeit redet. Und also, ja. Beim ersten Mal lustig, beim zweiten Mal immer noch so, ha, ja, der war gut, ne? Und dann irgendwann ist es aber so... Weißt du, hier vielleicht eine Pflanze für den Geruch. Guck mal, das ist doch das beste Toilettenhaus der Welt. Oh. Ob ihr gerade erst 69. Seid oder schon 68. In der Vorlesung wegdöst. So ein Studium ist nicht gut. Ich bin Felicity Bellbottoms und wir vom Radio Campus sind für euch da, um euer Leben zu erleichtern, zu erleuchten und zu beschallen. Erinnerung an alle Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Vorlesung Forschologie. Lass mir auch was übrig. Wie man Atome teilt. Dankeschön. Was gibt's hier? Eroberung des virtuellen Reichs. Und hier? Die eigenen Augen. Nicht immer zuverlässig. Was lernen wir hier? Was ist das, was knallt und stinkt? Kein Sex. Studiengangpunkte, indem du deinen Campus erweiterst und deine Campusstufe erhöhst. Verteile auf dem Bildschirm zur Studiengangverwaltung am Jahresende Punkte, um Studiengänge zu upgraden. Oh, das wusste ich nicht. Upgraden hat mir noch keiner erzählt. Studenten, die nicht bumsen, jetzt habe ich alles gesehen. Ich weiß halt auch nicht, was ich dagegen machen soll. Es gibt hier 4 Bumszimmer und keiner bumst. Was, Erbsensuppe? Boah, geil.
Kennt hier jemand die Band Sonderschule? Die Musik erinnert mich gerade ein bisschen dran. Prozent Hygiene, 100% Temperaturkomfort. Ja, schön. Aber ich glaube, es ist einfach generell das Genre Ska, an das es mich erinnert. Ich habe eine Schulband. Wirklich, Klepi? Ich bin stolz auf dich. Hm. Ach, ihr wollt das Zimmer hier, also das, ja. Ja. Ja, ich würde gern den Fehler beheben. Die Proteste in der Musikhochschule mitten toben noch immer. Auf die Frage nach ihren Gedanken, Gefühlen oder Forderungen hatte eine Studentin Folgendes zu sagen. Wo müssen die gerade? Nicht so recht. Mir wurde gesagt, wir sind alle hier, um ein richtig großes Fagott zu sehen. Stimmt das etwa nicht? Was ist mit diesem Fagott? Das war jetzt unbefriedigend. Wir berichten später. Hä, ich hab grad umgebaut, Leute. War das gerade Sex? Also ich kenne sowas nicht, weil also ich bin 16 und kein Sex vor der Ehe und so, ne? War das Sex? Nah dran? Gut. War das wirklich? 5, wow. Also wir haben gerade keine... Warte, wir haben gerade kein Dings. Kann ich noch schneller, bitte? Ich würde gern... Liebesbeziehung, was? Entwickle 25 neue Liebesbeziehungen. Oh, wir haben voll die Belohnung. Freundschaften, schließe 100 Aufgaben in Folge. Ja. 1 Million haben wir verdient. Oh, was ist das? Verdienen 1000 Kudosch, Freischalten und Walten Errungenschaft. Lasse für 100 virtuelle Studenten. Oh, Forschologie, gut. Oh. Was gibt's hier denn? Arcade-Tisch für 2. Wunsch nach Goff-Bücherregal. Klar, Hermann. Ungültiges Zimmer. Ein Bücherregal. Aber hier passt es hin, oder ja? Gut. Was haben wir noch so? Gemüsekiosk. Also, okay. Also, so ein Bierkiosk oder so hätte ich jetzt erwartet, aber... Ramenkiosk, ja, auf jeden Fall. Isla, du bist es. Und die Veganer denken, hä, aber Bier ist doch, also, hä, Bier ist doch kein Fleisch. Hä? Studentische Bewertung, klar, Bilanz, danke, Murmelpendel. Also, ihr habt aber auch wirklich Ansprüche. Passt schon. Muss jetzt nicht mehr schön aussehen. Können wir aufhören mit Ansprüchen? Och, Bücherregal. Oh, wenn 2 sich wünschen, ja, okay. Mann, Inia. Es ist Zeit für eine Rezension der beliebtesten Zeichentrickserie auf dem Campus. Ganz genau. Die Büro. Wie ungültiges Zimmer. Wie ungültig. Hä? Was ist mit euch? Oh. Diese Woche rezensiere ich die Bürolöwen. Gestern hat Mittens, die Katze, gerade noch rechtzeitig irgendeine Satzung gefunden, um einen Zivilrechtsfall weitere 10 Wochen aufzuschieben. Von Jura verstehe ich zwar nichts. Hä, war das wirklich? Hä, hier ist jetzt kein Dings mehr. Und diese Typen beherrschen es aus dem FF. 5 von 5 möglichen Katzenpfoten. Warte mal. Virtuelle Normalität.
Was für ungültiges Zimmer! Also wenn virtuelle Normalität nicht in virtuell... Egal. Wo stehst du? Mir reicht's ja, jetzt hört auf. Ich hätte gern bitte mein Studienjahr fertig. Boah. Boah, das ist ein altes Lied. Boah, ich habe Sonderschule so lange nicht gehört, aber ich kenne den Text. Ist das Sonderschule? Ich kenne den Text auf jeden Fall. Waffenschein bei Aldi hat was geklickert. Ich muss noch ranfallen. Nee. Ich bin nicht eure Raus jetzt hier. Unkrautbefall. Ist mir egal. 2017. 5 Jahre alt, ne? Boah, ist das so krass, ne? 2017 so, hä? Dann ist das ja noch voll neu. Oh. 2 Bewerber für Froschologie, sehr schön. Ach, das ist ein Liedtext, dachte du, du liest die News vor. Wow. Komm zurück, Wieso. Wo fahren wir denn hin? Oder fliegen? Oder schwimmen? Klo? Dann geh aufs Klo. Kann ich dich nicht aufheben? Da sind Klos. Wo ist hier? Ach, hier braucht ihr... Ah, okay. Ja, wartet doch mal. Wenn ihr das hier rein haben... Ja, okay. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten. Überschattet von Schulden. Crazy Taxi-Automat. Nee, lasst mich alle in Ruhe. Jetzt reicht's. Crazy Taxi. Eine Ameise in meinem Zimmer. Wo kommt die Sau her? Töten. Waren das nicht die Ameisenkönigin? Land noch immer. Ach ja, stimmt. Ich dachte, das ist noch nicht so weit. Aber es ist ja schon August. Studium. Trottel. Sozialleben. Loser. Sport. Feigling. Das ist einfach nicht vereinbar. Es gibt nur einen Weg, alles zu erreichen. Mach es mit Jumbo. Jumbo University. Da ist eine Aubergine drauf. Gibt's einen Obststand, wo ein Pfirsich drauf ist? Die stehe ich nebeneinander. Oh, das ist halt so gemein. Oh, ich will's haben. Coco Jumbo, ja, ja, yeah. Junior ist vorbei. Auszeichnung ansehen, auf geht's. Herzblatt wird dem Campus verliehen, der die besten zwischenmenschlichen Beziehungen hervorbringt. Genau darauf kommt's an im Leben. Für die prestigevollste und liebevoll dekorierteste Einrichtung weit und breit. Auch genau darauf kommt es an. Nicht auf das Bildungsspektrum, nee. Wird dem Campus verliehen, der die Konkurrenz dumm aussehen lässt. Gut gemacht. Und was fällt dir ein? Wow. Akademische Vortrefflichkeit. Campus des Jahres. Und Herzblatt. Ach, Student. Edward. Was Zustand? Frischluft? Nein, er geht! Nein, er... Ich habe ein anderes Dumm aussehen lassen. Ich hoffe, ich war dabei. Du warst währenddessen im Koffer. Das zählt. Oh nee, ich brauche immer noch Studienpunkte. Ich mach mal das hoch. Warte mal. Kostet gleich viel, ja? Nicht, dass das eine teurer wird. Ich glaube, ja. Noch ein VR-Labor. Da muss ich ja doch hier anbauen.
Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das ist? Dann muss ich alles nochmal dahin machen. Gibt's extra Stühle? Das ist jetzt halt blöd, ne? Ich dachte, ich kann halt irgendwas noch dran bauen, aber... Mann... Manno! Das ist wichtig, um die Anatomie zu lernen. Ja. Yeah. Genau dafür. Und hier noch ein Mülleimer, weil ich weiß, was für Dreckspatzen das alles sind. Die Dreckspatzen. Erstaunlicherweise haben wir tatsächlich ein Update zu dem richtig großen Fagott. Wie es scheint, hat die Menge ein aufblasbares und in der Tat wirklich enormes Fagott in die Hände bekommen. Was? Um ganz ehrlich zu sein, mir fehlen die Worte. War das von Anfang an geplant? Oder hat sich irgendein Witzbold von unserem Beitrag vorhin inspirieren lassen? Diese und weitere Fragen werden wohl leider warten müssen. Das war Felicity Bellbottoms sprachlos im Radio Campus. Mach das, Rob. Guten Heimweg. Und herzlichen Glückwunsch zum Feierabend. Gottfried Derb. Ja, der klingt doch so, als ob er das könnte. Toilettenkomfort sinkt schneller als beim Duschen. Hervorragende Körperhygiene, kriegt ständig Hunger. Das ist ja praktisch mit Toilette. Das ist, je länger du lernst, desto länger hast du gelernt. Okay. Auch nicht. Nee, das finde ich doof. Ja, Zimmer abbrechen, Mann. Das sieht sonst so doof aus. Also beim nächsten machen wir das bisschen aufgeteilter. Bei dem nächsten im Campus, meine ich. Das nervt mich sonst so sehr. Ja. Und Schreibtische sind wichtig. Wer spielt sonst die Anime-Sex-Dating-Games? Wenn nicht die Studenten hier. Boah, ich hätte so gern mal so ein Anime-Dating-Sex-Game im Stream gespielt. Aber das ist halt leider TOS. Das wäre bestimmt super lustig. Viele neue Songs. Echt? Okay. Ja gut, ich habe halt ewig nicht reingehört. Aber muss ich auch mal gucken. Ich dachte, die sind so inaktiv. Schlaf gut, Bademöhre. Also langsam schlaf gut, träume was Schönes. Und schlafe ganz fein. Und träume von schwimmenden Möhrchens. Also anderen schönen schwimmenden Möhrchens, ne? Weil die, genau, die haben wir noch nicht. Da müssen wir ja eigentlich fast noch die 7 voll machen, ne? Hä, die Pflanze hat voll krass geboostet. Brauche ich noch einen Dozenten? Ich starte mal. Warte, ich kann ja noch... Warte mal, was? Wieso geht das nicht? Ach so, das geht! Ach so, das geht! Oh, Glühbirnenstatue. Trotzdem ein ziemlich respektabler Erfolg. Wären wir hier nicht im Two-Point County, dann würden wir den Umstand, dass jemand seinen Job mit so viel Schwung und Elan macht, vermutlich nicht so überschwänglich feiern. Aber wir sind nun mal, wo wir sind. Danke. Ja, warte, aber also eins muss ich noch machen. Der da. Ich speichere mal, ne?
zur Karte. Möchtest du speichern? Klar. Zum schwimmenden Mörmachen-Träumen schränkt die Omi in den Pool und es wird ein Albtraum. Da musst du die weglassen. Oh Gott, da war ein Klaune.